Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft mit Style. Ich bin Mr. Pokekicker. Wir bauen heute eine Angelhütte. Ich dachte, das wäre ganz nett. Und ich habe mir sogar eine To-Do-Liste tatsächlich gemacht. Fangen wir ja perfekt in die Folge an. Ein Skelett und ein Creeper, die mich verfolgen. Perfekt. Überhaupt keine Lust. Hey, du hast einen Wolf getötet. War das unser Hund? Nee. Jetzt ist der Creeper in die Luft geflogen. Ist mir jetzt aber ehrlich auch egal. Unser Hund lebt noch. Das ist gut. Direkt noch ein Creeper. Direkt noch ein Creeper. Junge, was soll das denn? Komm her. Komm her, wenn du dich traust. Komm her. Junge. Starten wir ja perfekt in die heutige Folge. Wir machen direkt zum Anfang mal kleine nicht Erkundungstour, eigentlich nur so eine kleine Tour, weil wir als allererstes mal auf eine Insel, die etwas weiter entfernt ist, müssen. Wir waren da vorher noch nie, wir haben sie nur in der Entdeckungstour gesehen. Und da gibt es halt Eichenbäume und wir brauchen für die Angelhütte, die wir heute bauen, sehr viel Eichenholz. Von daher schwinge ich mich mal in mein Boot. Da mache ich die Ansicht immer ein bisschen lieber. Und wir schwimmen zu der Insel. Das ist, glaube ich, die Insel, wo wir auch Schafe geholt hatten fürs Bett. Unter anderem. Ich esse auch mal ein paar Beeren. Ach, das geht nicht im Boot. Okay. Achso, geht doch. Mein Spiel hat nur irgendwie nicht funktioniert. Und ich dachte gerade, da wären so viele Creeper, aber jetzt sind ja alles Pflanzen. Und hier müssen wir auch hin, denn hier sind, wie gesagt, Eichenbäume. Und wir brauchen extrem, extrem viel Eichenholz. Ich tue mal hier den Fichtenstamm beiseite, den brauche ich gerade nicht. Steig hier einmal aus, zack, zack. Und hole ein wenig Eichenholz. Unsere Angelhütte wird, die wir heute bauen, wird in so einem etwas älteren Stil und vor allem so ein bisschen ruinischen Stil, wenn man das so nennen darf. Denn sie ist dann ein wenig kaputt. Und das baue ich mit Absicht, weil das ziemlich cool aussieht, finde ich. Wenn wir irgendwann mal einen Sumpf haben, können wir, und dann auch eine Schere, können wir uns auch generell, wenn wir eine Schere haben, so Blätter und sowas holen und die da auch noch dran machen. Ich hatte erst überlegt, heute ein Haus zu bauen. Hatte sogar ein Haus vorbereitet in einer Kreativwelt, was ich nachbauen wollte. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das Haus passt einfach nicht zu unserem Stil hier in dieser Welt. Von daher habe ich das gelassen. Wir hätten das eh in mehrere Teile teilen müssen. Das wäre nicht so cool gewesen, glaube ich, für euch. Weil die Teile dann extrem langweilig gewesen wären. Oder ich hätte halt das ganze Haus so gebaut und es euch dann gezeigt. Aber mir gefiel das Haus ehrlich gesagt nicht so gut. Ich nehme auch mal ein paar Eichensetzlinge mit. Dann können wir uns auch mal welche bei uns zu Hause anpflanzen. Ich nehme auch ein paar Birkensetzlinge gleich mit und ein bisschen Birkenholz. So, da komme ich noch dran. Zack, zack. Wir haben auf jeden Fall genug Eichenholz für die heutige Folge jedenfalls. Fast ein Stack. Dann nehme ich jetzt hier, wie gesagt, noch ein bisschen Birkenholz mit. Kann man auch immer gut gebrauchen. Es ist zwar nicht das schönste Holz, aber es ist trotzdem in Ordnung. Ruhe. Ich mähe dich gleich zurück an, du Schaf. Puh. Der Wolf, der jagt jetzt das Schaf. Das möchte ich mal ansehen. Ruhe in Frieden. Schaf. Ich nehme mal hier eben das mit. Ich würde auch sagen, wir holen uns demnächst mal Haustiere. Das wäre, glaube ich, auch ganz cool. Einfach so ein Hund haben wir ja sogar schon. Aber dann vielleicht noch ein Schaf und noch ein Schweinchen und vielleicht noch ein Hühnchen.
So, ich hätte jetzt gerne mal ein paar Setzlinge. Ich habe noch keinen einzigen. Ich mache es einfach eben selbst. Baue hier noch eben den Baum ab, auch wenn ich schon genug Holz habe. Heute wird es wahrscheinlich auch wieder eine kleine XXL-Folge, aber ich sage das ziemlich häufig. Von daher verlasst euch nicht drauf. Ich baue hier erstmal die ganzen Blätter ab. Ich habe schon gesehen, dass da schon mehrere Setzlinge rausgekommen sind. Aber ich möchte hier erstmal die ganzen Blätter abbauen. Und ich weiß auch, dass das mit einer Schere noch deutlich schneller geht. Aber erstens haben wir aktuell nicht genug Eisen für eine Schere. Also wir haben es schon, aber wir brauchen es gerade für wichtigere Sachen. Und meine Eisenspitzhacke ist auch kaputt gegangen. Ich war ja ein wenig meinen. Die Sachen hatte ich euch gar nicht gezeigt, aber ich muss es euch ja auch eigentlich gar nicht zeigen. Wenn ihr euch wundert, warum wir ein paar mehr Erze haben, kommt das davon. So, jetzt haben wir auf jeden Fall genug Setzlinge. Haben wir auch einen Birkensetzling? Ne, den haben wir nicht. Hier ist der Birkenbaum. Dann nehmen wir auch noch einen Birkensetzling mit. Ganz entspannt hier heute mal. Außer das vorhin mit den mehreren Kiefern. Aber das ist mir komplett egal. Ehrlich gesagt. Wir sprinten mal zurück zu unserem Boot. Das haben wir, glaube ich, hier vorne irgendwo geparkt. Oder irre ich mich da? Ich irre mich. Hier vorne, irgendwo hier haben wir das, glaube ich, hingestellt. Und es gibt übrigens noch eine Sache, die ich holen muss. Und zwar Ton. Steht hier auch noch auf meiner To-Do-Liste. Ich glaube, ich war noch nie so vorbereitet für ein Video. Aber auf jeden Fall nehmen wir das hier mal eben mit. Da kann man viele coole Sachen draus machen, mit Villagern handeln. Das machen wir nämlich demnächst auch mal. Mal gucken, ob in der Nähe irgendwo ein Dorf ist und uns da ein kleines Häuschen bauen, so eine Art Ferienwohnung. Und dann können wir da irgendwie mal für ein, zwei Folgen hingehen, dann wieder zurück oder so. Das wäre eigentlich auch ganz cool. Und jetzt haben wir erstmal genug. Aber wo ist jetzt das Boot? Wo ist unser Boot hin? Hä? Wir hatten doch hier vorne irgendwo. Also ich könnte mir jetzt auch ein neues machen oder einfach zurück schwimmen. Aber wo ist denn unser Boot jetzt hin? War das nicht hier vorne? War das vielleicht hier? Nee. Wo war das denn? Also jetzt mal ernsthaft, wo ist unser Boot? Ja, ich würde mal sagen, Schwimmen ist gesund. Da vorne haben wir auch einen Delfin. Keine Ahnung, wo jetzt unser Boot hin ist. Das ist einfach verschwunden. Oder habe ich das? Nee. Das ist einfach weg. Es ist einfach weg. Keine Ahnung, wo das jetzt hin ist. Auf jeden Fall schwimmen wir erstmal zurück nach Hause. Ist ja auch nicht so weit. Man sieht es da hinten schon eingeblendet. Erstmal kurz was essen. Das war echt eine gute Idee mit der Bärenfarm. Finde ich. So schnell bin ich auch lang nicht geschwommen. Auf jeden Fall schwimmen wir jetzt nach Hause. Und dann. Ja, können wir uns auch schon fast an die Angelhütte machen. Ich wollte dann noch kurz die Setzlinge da ein bisschen verteilen. Aus dem Holz Bretter machen. Jetzt regnet es auch. Aber es ist ja nicht so schlimm. Wie gesagt, Bretter machen. Ein paar Treppen und ein paar Stufen. Auch noch. Und ein paar Laternen machen. Aber ich glaube, dafür haben wir noch gar nicht genug Eisen. Also wir haben, wie gesagt, schon genug. Auch wie bei der Schere schon gesagt. Aber ja, jetzt haben wir diesen Delfin-Effekt. Cool. Aber ich möchte das halt gerade nicht dafür verschwenden, sozusagen. Es ist ja nicht richtig verschwenden. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Hier ist direkt eine Spinne. Perfekt. Komm her. Da ist ein Creeper. Ich habe überhaupt keine Lust auf euch. Ich gehe mal schnell schlafen. Komischerweise geht das, obwohl es gerade gewittert und regnet. So, und jetzt hört es auch
auch auf. Das ist ja perfekt. Jetzt hoffe ich mal, dass wir hier nicht wieder von irgendwelchen Creepern überrannt werden. Ich hasse Creeper. Vor allem im Spiel. Ansonsten finde ich sie cool. Aber im Spiel gibt es nichts, was mich mehr nervt als Creeper. Vielleicht noch Hexen. Die hasse ich auch. Also Spinnen oder Skelette, die finde ich eigentlich immer ganz chillig. Vor allem Spinnen greifen einen ja auch nicht immer an. Ich gucke hier auch mal kurz nach unserem Hund. Wir haben auch kein verrottetes Fleisch mehr für ihn. Haben wir hier verrottetes Fleisch? Hier. Stimmt, ich war auch ein bisschen Holz holen. Ein bisschen ist gut. Und halt ein paar Erze holen. Das sind die hier unter anderem. Und im Ofen ist nichts mehr. Ich habe auch einen zweiten Ofen gemacht. Aber ich hätte jetzt gern ein verrottetes Fleisch. Ah, da war was. Da war was. Hier. Perfekt. Nehme das auf die Hand. Und gebe unserem Hund davon was. Weil der soll hier ja nicht unerwähnt bleiben. Perfekt. Ist er satt. Jetzt mache ich Bretter. Und wie gesagt, ein paar Stufen. Bringe auch mal kurz den Ton hier in den Ofen. Genau, mache daraus Ton und dann können wir daraus zum Beispiel Blumentöpfe machen oder Ziegel und verschiedenes kann man daraus machen. Ne, dann bekommen wir Ziegel, nicht Ton. Ton haben wir ja. Das laber ich schon wieder. Auf jeden Fall mache ich jetzt hier raus noch ein paar Treppen und ein paar Stufen. Ich glaube, doch, das reicht. Auf jeden Fall. Jetzt nehme ich mir mal eben hier die Setzlinge. Tue sie auch auf meine Hand. Stimmt, eine Eichentür müssen wir noch machen. Was habe ich jetzt bitte mit den Pfeilen getan? Eine Tür aus Eichenholz brauchen wir noch. Das haben wir hier. Perfekt. Die nehme ich auch natürlich mit. Jetzt platziere ich hier so ein paar Setzlinge. Ist ja auch ganz nett. Hier ist vorhin ja der Creeper explodiert. Jetzt haben wir hier Löwenzahn aufgesammelt. Keine Ahnung, was das jetzt soll. Machen wir hier ein und hier. Nee, das geht nicht. Dann wächst der gar nicht. Dann machen wir natürlich noch hier ein. Und wo können wir noch einen machen? Hier ist ein Wolf. Hallo. Vielleicht hier. Nee, ich glaube, das ist auch zu nah an dem Baum. Es muss, glaube ich, immer 4 Blöcke von einem Baum entfernt sein. Sonst kann ein Baum nicht wachsen. Mit da noch ein, hier ein. Einfach so ein bisschen hier im Wald so platzieren. Hier ein. Dann noch hier ein. Das ist wieder zu nah. Dann noch hier ein. Hier ein. Und das war's. Haben wir noch den Birken? Ne, den haben wir auch schon gesetzt. Das heißt, oh, eine Babykuh, hallo, ein Kalb. Und hier ist vorhin ja auch, glaube ich, ein Creeper explodiert. Ich repariere hier mal die Bäume. Dann kommt nämlich da einer, perfekt, da einer hin. Aber ich muss mich gleich mal auf die Angelhütte konzentrieren. Ich bin hier, glaube ich, schon wieder fast bei 10 Minuten in der Ruheaufnahme. Von daher, so, perfekt. Kümmern wir uns jetzt wirklich um die Hütte. Ich wollte jetzt noch kurz gucken, wie viel Eisen wir haben. Hier haben wir 17 Eisen. Hier haben wir noch ein paar Eisenklumpen. Ja, das war's dann tatsächlich auch. Dann mache ich einfach mal ein paar Laternen. Die daraus, da muss man, ja, ich rede schon wieder Blödsinn. Ich mache mir erst eine Schere. Und ein Schild, das ist auch immer praktisch. Dann mache ich ein paar Eisenklumpen. Und kann mir jetzt hier Laternen machen. Die sehen immer echt cool aus. Habe ich mir jetzt mal 6 Stück von gemacht. Dann tun wir das hier rein. Alles. Wir müssen auch dringend demnächst mal eine Kistensortierung machen. Und sowieso mal ein Lager machen. Eigentlich wollte ich ein Lager in den Keller von unserem neuen Haus bauen. Aber ich finde eigentlich ehrlich gesagt unsere Hütte extrem schön. Das wird vielleicht nicht jeder so sehen. Aber ich finde die extrem schön. Wenn ihr sie nicht so feiert, dann schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr es feiert, gebt dem Video ein Like. Das wäre sehr cool. Und
Ja, damit ich Bescheid weiß, ob ich überhaupt demnächst mal ein neues Haus baue. Weil so vom Platz wird es auch noch nicht knapp. Ich kann ja, wie gesagt, irgendwann mal ein Lager machen. Wo latsche ich eigentlich gerade hin? Ich muss ja komplett in die Richtung. Ich kann demnächst mal ein Lager machen. Und ja, dann mache ich ein Lager und dann ist es da ein bisschen freier. Dann machen wir nur noch so ein paar Kisten zur Deko. Aber jetzt kümmern wir uns um das Ziel der Folge. Weg damit. Dafür müssen wir nämlich erstmal diesen Baum fällen, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. So, perfekt. Und diesen Baum hier auch. Da muss ich hier sogar mal ein bisschen draufklettern. Jetzt haben wir auch ein bisschen Hintergrundmelodie. Das ist eigentlich auch immer ganz cool. Ist zwar nicht die allerschönste für so ein YouTube-Video, aber es ist eine nette Hintergrundmelodie. Jetzt weiter das Holz da wegholen. Damit das Laub sich auch von alleine weglöst, auflöst und wir da nicht einfach irgend so eine Baumkrone haben. Und dann fangen wir hier auch schon direkt an. Nämlich mit dem allerersten Block. Machen wir hier erstmal eine Wand aus ein paar Blöcken. Das könnt ihr einfach nach Gefühl machen. Sollte ungefähr ein Quadrat sein. Ich habe sie mir übrigens auch selbst ausgedacht. Ist jetzt aber auch nicht das Allergrößte, sich sowas auszudenken. Das ist halt was ganz Einfaches. Und ich höre einen Unterwasser-Zombie. Hallo, mit dem Dreizack sogar. Der ist gefährlich. Verschwinde, verschwinde, verschwinde. Oh, warte mal. Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe irgendwas abbekommen. Ich glaube, ich habe einen Dreizack abbekommen. Ja, genau. Und wir haben eine Nautilus-Schale und... Ach so, das ist unsere Lederkappe. So, verschwinde. Ich habe schon wieder irgendwas abbekommen. Von irgendwem. So, das ist mir jetzt ehrlich gesagt aber auch egal, von wo ich hier angegriffen werde, denn ich möchte jetzt unsere Angelhütte bauen. Denn wir werden bestimmt noch ziemlich viel angeln. Außerdem ist es halt auch extrem praktisch zu angeln. Mist, wir können das doch nicht so nach Gefühl machen. Die Breite. Ich muss das noch einen Block breiter bauen. Aber es ist jetzt ja auch nicht so schlimm. Dann machen wir gleich das in der Mitte einfach weg. Zack, zack. Zack, zack, zack. So. Machen wir das hier weg, wie gesagt. Und ich dachte schon, da kommt ein Creeper. Setzen wir hier erstmal die Tür hin. Stimmt, das Fichtenholz können wir auch gut gebrauchen. Daraus mache ich auch mal kurz Bretter. So, zack, zack, zack. Aber dann von der Hand bitte wieder weg. Also vom Schnellzugriff heißt es ja in Minecraft. Ich mache jetzt hier mal diese blöden Blätter weg, die nerven mich gerade. Oh, geht weg, 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 weg. Das sind erstmal die, die mich gestört haben. Und jetzt können wir hier einfach so ein paar Treppen machen. Ich habe mir gedacht, dass hier so eine Treppe hinkommt. Dann haben wir so ein kleines Fenster. Hier eine. Dann noch da eine. Hier eine. Damit es halt so ein bisschen wirklich ruinenmäßig aussieht. Und noch hier eine. Und hier eine. Nee, das sieht doof aus. Dann mache ich lieber noch eine so. Und den Rest fülle ich jetzt mit ganzen Brettern aus. Nee, warte. Ich habe ja auch noch Stufen. Die Stufen können wir hier auch noch so ein bisschen platzieren. Machen wir eine so, eine so. Eine hierhin. Ja, das reicht erstmal. Und der Sinn, warum ich das mache, ist halt wirklich, damit es ein bisschen zerstörter aussieht, ein bisschen cooler aussieht. Damit das hier nicht alles so richtig neu aussieht. Das hier ist mir noch ein bisschen zu sauber, sage ich mal. Dann können wir hier noch eine Treppe von innen setzen. So. Hier ist mir auch noch zu wenig. Machen wir da eine Treppe hin. Eine Stufe. Und da muss ich jetzt einmal kurz nach draußen und mich hier einmal kurz hochbauen. Und das Ganze wird drei Blöcke hoch. Das heißt, hier kommt jetzt noch was drauf. Am besten sogar eine Treppe.
perfekt. Hier eine Stufe, da wieder ein ganzer Block, hier auch ein ganzer. Hier dann wieder eine Stufe. Und hier ist ein ganzer Block, da habe ich jetzt leider Stufen genommen, egal. Dann hier noch eine Treppe. Jetzt können wir uns auch mal kurz schlafen legen. Wie, ich kann nur nachts schlafen. Mann, die Sonne geht doch unter. So. Ich glaube nämlich, wenn die Sonne sozusagen den Horizont berührt hat, kann man erst schlafen gehen. Jetzt geht's endlich. Und dann machen wir einfach weiter hier beim Bauen. Was will er jetzt? Egal. Ich darf mich nicht so viel ablenken lassen. Mich nicht... Egal. Verschwinde. Bitte. Verschwinde. Zack. Wir haben wieder eine Nautilus-Muschel. Die sind richtig gut. Daraus kann man nämlich irgendwann einen Aquisator bauen. Und dann kann man unter Wasser atmen. Und braucht dafür nicht mehr irgendwelche Tränke benutzen. Und ja. Jetzt kommt hier noch ein normaler Block hin. Hier einer. Über die Tür muss auch ein normaler Block. Das sieht sonst richtig doof aus. Das habe ich getestet. Dann da noch eine Treppe. Hier eine Stufe. Hier ein ganzer Block. Ein ganzer Block. Hier noch ein ganzer. Hier eine Treppe. Hier noch eine Treppe so. Eine noch so. Dann hier einfach mal gar keinen Block. Hier noch einer. Machen wir hier noch einen normalen. Hier noch eine Stufe. Machen wir hier auch keinen Block. Und ja, damit hätten wir das. Jetzt füllen wir das hier noch mit Stufen aus. Aber auch nicht komplett. Da lassen wir auch so manchmal einfach was frei. Zack, zack. Bam. Lassen wir das frei. Jetzt machen wir... Ich habe nicht mehr genug Stufen. Kann ich mir die im Inventar... Nee, aber ich kann mir eine Werkbank eben machen. Können wir auch direkt hier reinstellen. Zack. Und ich mache mir noch ein paar Stufen. Waren jetzt vielleicht ein bisschen viele. Aber egal. Zack, zack. Zu wenig Stufen haben kann man kaum. Machen wir hier noch keinen. Dann kommt hier noch eine Treppe hin. Das sieht auch ganz cool aus. Dann kommt hier aber noch so eine Treppe hin. Achso, sollte jetzt eigentlich anders sein. Und dann schließen wir das hier noch so ganz normal. Hier auch noch ein bisschen runter versetzt. Von außen können wir auch mal gucken. Ich muss hier noch mal kurz hoch. Perfekt mit Treppen. Und dann kommt hier noch eine Stufe hin, da noch eine. Und eigentlich sieht das schon in Ordnung aus, finde ich. Also schon so gut wie fertig. Es sieht halt wirklich sehr zerstört aus, aber es ist halt gewollt. Und aus dem Boden machen wir jetzt aus Fichtenholzbrettern. Habe ich mir gedacht, das sieht ganz gut aus. Man könnte es auch zum Beispiel aus Steinen machen. Oder sogar aus Wasser, aber dann kann man halt keine Items platzieren. Das wäre aber auch mal ganz cool. Oder einfach aus Glas und darunter Wasser. Und ich hätte auch mal Lust, irgendwie irgendein Gebäude oder ein Haus oder so einfach ins Wasser zu setzen und einen Teil des Bodens dann einfach aus Glas zu machen. Ich würde sagen, ich platziere hier einfach mal eine Stufe, weil das auch so ganz cool aussieht. Dann ist das vielleicht irgendwie von da oben runtergefallen oder so. Boden jetzt, wie gesagt, aus Fichtenholzbrettern. Und es ist halt wirklich, die Betonung liegt auf Angelhütte. Es ist kein Angelhaus, keine Angelvilla, kein Angellager oder so. Es ist wirklich eine Angelhütte. So. Ich hole noch mal kurz mein Bett hier rein. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das tue ich einfach mal hier hin. Zack, zack. Jetzt nehme ich das so. Jetzt crafte ich mir tatsächlich noch eine Werkbank. Jetzt nehme ich mir eine Laterne, setze die dahin, hole mal kurz meine Ziegel. Oder nee, das machen wir zum Schluss. Ich wollte sagen, Ziegel aus unserem Haus. Mach mir einen Blumentopf, stell den hier hin. Also ich feiere es.
Wirklich, muss ich sagen. Ich find's cool. Was wollte ich jetzt noch machen? Es stimmt, ich wollte mir noch zwei Fässer machen. Denn dafür brauchen wir noch ein paar Stöcker. Wenn wir mal Villager haben, also Dorfbewohner, werden die tatsächlich sogar zum Fischer, wenn hier Fässer stehen. Und dann haben wir hier zwei Fischer. Wir können Sachen reintun. Und die angeln dann auch hier so ein bisschen. Ich glaube, die können nicht mal angeln, aber die können wir uns dann halt vorstellen, als würden die angeln. Ich mache hier noch eine fette Doppelkiste hin. Dann können wir da nämlich immer, wenn ich so ein bisschen angel, zwischendurch mal die Sachen einfach reintun. Und ja, dann würde ich jetzt noch eben die Ziegel holen aus dem Dings, aus unserem Haus. Dann würde ich euch die Angelhütte einmal so komplett zeigen. So das Ergebnis. Und übrigens, ich werde noch ein wenig angeln nach dieser Folge. Die zweite Folge wird auch heute noch online kommen. Für euch wahrscheinlich so eine Stunde später. Für mich ist es gerade auch kurz nach 11. Die Folge kommt wahrscheinlich kurz nach 1 raus oder so. Heute hier am Montag. Weil, das ist mir auch aufgefallen, bei den allermeisten YouTubern werden die Videos ja so hauptsächlich in den ersten 24 Stunden gesehen. Meine Videos werden hauptsächlich so in den nächsten 24, also, in den 24 Stunden danach. Also wenn ich zum Beispiel montags ein Video hochlade, wird es am häufigsten so dienstags gesehen oder montagabends oder so. Oh, ein Wolf, hallo. Ist das unser Hund? Nee. Aber den können wir auch noch mal kurz das andere vertrocknete Fleisch geben. Oh, wir haben ganz viel. So, das hat uns bestimmt echt schon lieb. Nee. Fragt euch nicht. Da war gerade ganz viel falsch ausgesprochen. So, hier war noch ein Ziegel fertig. Dann mache ich direkt daraus ein paar Blumentöpfe. Ich mache einfach alles zu Blumentöpfen. So, das war jetzt gewollt. Und nehme es auf die Hand. Latsche mal eben zu unserer Angelhütte. Moment, das ist halt auch ein bisschen doof. Da könnten wir uns auch mal drum kümmern, irgendwie einen Tunnel zu machen und da vielleicht eine Minecart-Strecke reinmachen. Also Schienen. So ein Meer. Denn das Meer ist relativ weit weg. Ich musste immer so eine Minute hintraveln. Ihr seht ja die Entfernung. Ne? Man kann es, wenn der Berg da nicht wäre, könnte man es gerade noch so sehen. Man muss sich halt mehrere Male pro Folge teilweise hinlatschen. Ihr seht das ja. Die Treppen, dafür mache ich einfach nur eine weg. Das könnte man mal so machen. Dann wollten wir ja hier noch einen Blumentopf hinstellen. Einmal sneaken. Dann nehme ich hier den Löwenzahn. Den habe ich so halb mit Absicht auch mitgenommen. Nein, Spaß, ich habe den nicht mit Absicht mitgenommen. Tu ihn da einfach rein. Ja, ich finde, es sieht hier wirklich nett aus. Und dann würde ich sagen, ja, ich angel hier gleich noch ein bisschen. Aber das mache ich nicht ins Video rein, weil es ist extrem langweilig. Außer ihr wollt mal von mir so ein AFK-Video. Dann mache ich einfach gar keinen Ton. Und angel einfach die ganze Zeit. Wenn ihr das sehen wollt, dann ja, schreibt es in die Kommentare. Wenn nicht, dann lassen wir es halt. Dann mache ich das einfach so. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal.